Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 20 der Reihe über Göttinnen und Götter, Helden, Dämonen und große Magier. Und heute wollen wir uns den nordischen Texten zuwenden aus dem ersten Jahrtausend nach der Zeitenwende. Im Mittelpunkt steht Beowulf, aber auch andere Texte werde ich heranziehen. Und das Thema der heutigen 20. Folge ist Valhalla, die Hallen des Ruhms. In den nordischen Mythen, die um die Götter kreisen und um die Helden, ist das gesprochene Wort das Wichtigste. Nur, das sind ja alles mündliche Kulturen. Und wie will man Andenken an große Götter und Helden aufbewahren, wenn man nicht schreibt, als mit dem Wort, mit dem gesprochenen Wort? Und dabei sind nun eben die Sänger sehr wichtig, die Skalden, die in den Hallen den Ruhm des Königs und seiner Ahnen singen und den Ruhm der Götter. Und sehr schön sieht man das in diesem altenglischen Versepos Beowulf, der in angelsächsischen Stabreimen geschrieben ist, aber in Skandinavien spielt. Und ich möchte Sie noch auf ein Buch aufmerksam machen, was jetzt gerade in diesem Jahr auch auf Deutsch rausgekommen ist von Neil Price, The Children of Ash and Elm, A History of the Vikings. Ein ganz tolles Buch, was eben über diese Wikinger, von diesen Wikingern handelt, die vom 9. bis zum 12. Jahrhundert auch Europa bis hinein nach Kleinasien die Welt unsicher gemacht haben. Also in diesem Kreis bewegen sich die Texte, die ich Ihnen heute vorstellen will. Und als erstes Beowulf. Wie gesagt, ein altenglisches Vers-Epos, entstanden so um 700, spiegelt aber die Zeit vor 600 wieder in Skandinavien, 5. bis 6. Jahrhundert, also die Völkerwanderungszeit, die wir in der letzten Sitzung schon ein wenig ins Auge genommen haben mit den Goldbrack-Theaten, die ich Ihnen vorgestellt habe. Das Thema der heutigen Sitzung ist die Halle, Valhalla, auch dann die Halle der Götter und die Halle Odins, in der nun die Männer zusammenkommen, die menschlichen Männer oder die göttlichen Männer, die Helden und die Heroen, und sich preisen, zusammen sind, trinken, essen, auch in Valhalla kämpfen. Das ist ein wesentliches Thema dieser nordischen polytheistischen Welt, die ja eine sehr kriegerische ist, eine Welt voller kriegerischer, kämpferischer Helden. Beowulf ist geschrieben in einem westsächsischen Dialekt und dreht sich auch um historische Figuren und Ereignisse. Also es ist sozusagen in eine historische Zeit angesiedelt. Es ist in Stabreimen geschrieben. Stabreime, die auf gleiche Anfangslaute Wert legen, Alliterationen, werden vor allem auch deswegen sehr gerne verwandt in dieser frühen Literatur, weil sie sich sehr gut zum Auswendiglernen eignen. Und und dieser Stabreim hat nun eine eigentlich strenge Form. Es gibt den sogenannten Anvers und den sogenannten Abvers. Und im Anvers kommen zwei Stäbe zum Tragen und im Abvers ein Stab. Also zwei Worte, die gleich klingen, oder ein Wort, das eben
mit einem gleichen Laut beginnt. Der Name Staben geht zurück auf Snorri Sturluson, den wir noch kennenlernen werden, mit der Edda, und bezeichnet ursprünglich Runenstäbe, also Stäbe aus Holz, aus Buchenholz, Buchstabe, die mit Runen beschrieben waren und zum Orakel dienten. Man warf dann diese Runenstäbchen und las dann aus dem Geworfenen los, was das Schicksal, die Zukunft für den Fragenden vorhatte. Der Name Beowulf stammt vielleicht aus dem Englischen und meint vielleicht Bienenwolf. Und ein Bienenwolf wäre ein anderer Name für den Bären. Der Beowulf ist überliefert in einer einzigen Handschrift, die im British Library liegt, dem sogenannten Nowell Codex. Und diese Handschrift stammt aus dem circa aus dem Jahr 1000, also erstes Jahrtausend, Ende erstes Jahrtausend nach der Zeitenwende. Worum geht's? Es geht um den Helden Beowulf vom Volk der Geatas, Gauten, einem nordgermanischen Volk, das aus Jötaland, Schweden, stammt. Und der Beowulf hat zwei Teile. Beowulf und seine 14 getreuen Gefährten kommen nach Dänemark zum König Hrothgar in seine Halle, die einen Namen hat, Heorot, die Halle des Herrschers. Und sie versprechen dem König Hrothgar, ihm zu helfen, denn er und sein Volk wird heimgesucht von einem Ungeheuer, einem menschenfressenden Ungeheuer, Grendel. Und dieses Ungeheuer schleicht sich nachts in die Halle der Krieger ein, die dort schlafend liegen, und tötet sie. Und Beowulf und seine Gefährten versprechen nun eben dem König Hrothgar, ihm zu helfen. Beowulf gelingt es tatsächlich, Grendel zu töten und danach dessen Mutter mit dem Schwert eines Riesens, denn er folgt diesem Ungeheuer in die Wohnung von dessen Mutter, die unter einem See liegt. Und dort findet er das Schwert und damit kann er dann auch die Mutter töten. Daraufhin schenkt ihm Hrothgar reiche Geschenke. Der zweite Teil handelt von Ereignissen, die viele Jahre später stattfinden. Beowulf ist König der Gauten geworden und hat das dänische Reich geerbt. Und er muss nun gegen einen feuerspeienden Drachen kämpfen, der sein Land verwüstet, weil ihm von seinem Goldschatz, seinem Hort, ein goldener Kelch gestohlen worden ist aus seinem Grabhügel, aus dem Hort, den er eben bewacht hat, seinen Schatz. Und zunächst ist es ein sehr erfolgloser Kampf gegen diesen furchtbaren Drachen. Dann folgt Beowulf dem Drachen in sein Versteck. Er kann ihn erschlagen, wird aber tödlich verwundet und schließlich in der Nähe des Meeres in einem Grabhügel beigesetzt. Es ist also ein Heldenlied von dem großen Helden Beowulf, seiner Tapferkeit. Es rühmt diesen Helden. Es zeigt ihn im Kampf gegen das Chaos, gegen die Chaosungeheuer, Grendel und seine Mutter und gegen den großen Drachen. Beowulf wurde mehrmals übertragen in eine moderne englische Fassung. Eine der wichtigsten Übertragungen stammt von Seamus Heaney von 1999. Ich habe hier diese Ausgabe erworben, im Klett-Cotta Verlag herausgekommen, basiert auf einer Vorlage von 1901 und ist eine Prosafassung. Nur mit Teilen sind sozusagen auch in Stabreimen gefasst. Diese Saga von Beowulf wurde aufgegriffen von vielen berühmten Autoren der Moderne, unter anderem eben auch von Tolkien in seinen Mittelerde-Romanen, aber auch von dem Autor Neil Gaiman,
den einige kennen werden, auch aus Netflix-Series. Und auch ganz bekannt ist diese Sage geworden in einem Buch von Michael Crichton, Eaters of the Dead, 1994 in Deutsch als Schwarze Nebel herausgekommen. Das ist verfilmt worden als mit Antonio Banderas in dem Film Der 13. Krieger. Ein wichtiges Moment dieser nordischen Götterwelt, Gott dieses nordischen Glaubens, ist wie gesagt die Halle. Dann eben finden wir das auch ganz wichtig in Valhalla, der Halle Odins. Und Neil Price hat nun eben in seinem Buch, das ich Ihnen wirklich empfehlen kann, das ist jetzt eben 2023 anscheinend auch auf Deutsch herausgekommen, beschreibt diese Halle als einen Ort von Sängern, die den Ruhm der Ahnen und der Götter preisen. Eine Ruhmeshalle. Und da versammeln sich die Zuhörer und der Erzähler und sie leben gemeinsam fort in der Erinnerung an berühmte Männer, an ihre Geschichte, die durch die mündliche Verlautbarung fortleben, präsent sind in der Gemeinschaft der lebenden Helden. Und der Ort wird nun bei Neil Price sehr schön geschildert als ein Ort des Ruhms, der Ehre, des Fortlebens, der Geschichte, der Freude, auch des Lichts, der Männer, des Wortes. Während draußen, außerhalb der Halle, das Dunkel herrscht und die Monster, das Chaos und die Nacht, und da kommt eben auch Grendel her, ist die Halle der Aufenthalt der lichten Männergemeinschaft. Und Price beschreibt nun, wie es Ausgrabungen gegeben hat, die solche Hallen gefunden haben. Zum Beispiel eine Ausgrabung bei Gamla Uppsala. Dort hat man eine königliche Halle gefunden, auf einer Erhebung am höchsten Punkt der Landschaft, weithin sichtbar. Uppsala heißt ja auch hohe Hallen. Und eine der größten Hallen war zum Beispiel 50 Meter lang und 12 Meter breit und wurde von ganzen Baumstämmen getragen. Doppeltüren haben in diese Hallen hineingeführt und die waren geschmückt. Zum Beispiel geschmückt mit Eisenstückchen, die an den Türen angenagelt waren oder auch entlang der Wände, der Holzwände angenagelt waren. Das waren zum Teil eiserne Spitzen, die aus diesen Holzwänden herausgeragt haben und auch auf den Türen Eisenverzierungen. Wir kennen das noch so ein bisschen von den Türdekorationen mittelalterlicher Kirchen. Die Scharniere der Türen waren aus Speeren gemacht, die flach gehämmert wurden. Und so wirkte der Eingang wie ein großes Waffenportal, was nun eben in die Ruhmeshalle dieser kriegerischen Helden hineinführte und sozusagen übertragen in den Götterhimmel muss man sich so ungefähr auch Valhalla eben vorstellen in den Vorstellungen dieser zum Beispiel Wikinger. Es gibt eine große Halle bei Borg auf den Lofoteninseln im arktischen Norwegen. Die ist 80 Meter lang gewesen und also hatte Ausmaße wie die mittelalterliche Kathedrale in Trondheim. Ich lese Ihnen jetzt ein kleines Stück aus dem Beowulf vor, in dem nun eben diese Halle sozusagen beschrieben wird als ein wichtiger Ort der Handlung. Genau, das ist die Halle Heoroth des Königs Hrothgar. Seines Namens Ruhm und seines Hofes Glanz zog viele tapfere Kämpen zum Hochsitz auf Seeland, sodass die Königsburg den Gästen schon lange nicht mehr Raum genug bot. Deshalb befahl der Dänengebieter, den Männern zur Herberge eine Halle zu bauen.
einen mächtigen Metsaal, so reich und geräumig, wie ihn Erdensöhne niemals zuvor gesehen hatten. Dort wollte Schilds Enkel den tapferen Kriegern seines Reiches ihre Dienste nach Gebühr mit goldenen Spangen und Ringen lohnen. Weithin erging an die Werkstätten des Königs Gebot, den Bau zu fördern, und bald stand die stolze Halle fertig, festgefügt und herrlich geziert. Heorot nannte sie der königliche Bauherr. Bei festlichem Schmauchs und beim Mitgelagen verteilte dort der Dänengebieter täglich mit milder Hand die Zeichen seiner Huld, und dann griff wohl auch der Skalde in die Saiten seiner Harfen und sang den Helden das Lied von ihres Königs edlen Ahnen. Fürwahr, wir erfahren aus Tagen der Vorzeit von Taten der Fürsten des dänischen Volkes, wie Waffenehre die Edlen erwarben. Mit kühnen Kämpfen hat König Schild oft Männern geraubt die Ruhe der Metbank. Der gefürchtete Fürst ward hilflos gefunden in zarter Jugend, ein jämmerndes Knäblein. Er wuchs unter Wolken und gedieh an Würde, jenseits des weiten Weges der Wale bezwang er die Völker in manchem Zwist. Sie mussten Zins dem Mächtigen zahlen. Also das ist sozusagen die Anfangsschilderung dieser Halle des Königs Hroskar. Und in diese Halle bricht nun nachts eben ein furchtbares Untier aus dem Finsteren ein und raubt die Männer. Einer aber lebte, ein Gast der Tiefe, ein tückischer Unhold, der im Düster wohnte, den verdroß die laute Lust der Freudengelage, und als er den Lärm eine Weile geduldet hatte, schlich er bei Nacht und Nebel zu Heorot. Dort ruhten friedlich nach fröhlichem Fest Hrothgars Mannen sorglos und ahnten nichts Schlimmes. Da riss der Würger in wilder Wut, in rasender Raubgier, 30 Männer von den Ruhebänken und trug sie von dannen. Zu Tiefe fuhr er mit ihnen unter teuflischem Lachen, und grässlich ward im Morgengrauen Grendels Macht den Menschen kund. Seitdem war Leid das Los der Dänen. Nacht um Nacht kehrte der Unhold wieder und häufte Mord auf Mord. Bald lag die lichte Halle Heorot leer und öde. Ja, und nun muss eben der große Held Beowulf kommen und die Dänen von diesem Untier befreien. Price zitiert nun an einer anderen Stelle die Rede Wiglafs, die diese Halle preist und die Mannen in dieser Halle. Und er malt das Bild dieser Halle, die erleuchtet wird vom Feuerschein der Feuerstätte, die eigentlich eben sonst im Dunkeln liegt und wo das Feuer Schatten an die Wand wirft. Und die Helme der jetzt hier in seinem Buch der Wikinger eben anleuchtet, sich spiegelt auf ihren Helmen. Das hat man halt auch, die Archäologen haben so etwas gefunden. Und Licht und Schatten, der sich auf ihren Gesichtern wiedergespiegelt hätte. Manche Helmen hatten auch nur ein Auge, was sozusagen auch an Odin erinnern sollte, der ja auch ein Auge für die Weisheit geopfert hat. Und so fällt dann Licht auch auf die Schwärze dieses fehlenden Auges. Und in dieser Halle nun rühmen die Skalden sich selbst und ihren König. Und das ist jetzt die Rede Wiglafs in der Halle Heorot. Ich übersetze aus dem Englischen. Ich erinnere die Zeit, als Met floss, als wir unserem Herr in der Halle Treue schwuren, ihm versprachen, dem Ringgeber, wir wären seiner Gaben wert, wir, die Gaben der Kriegsgeräte, diese Schwerter und Helme, dann, wenn er sie brauchte, ihm zugute einsetzten. Er erwählte uns aus den Reihen bewusst, ehrte uns und urteilte uns, geeignet zu sein für diese Handlungen.
gab mir diese verschwenderischen Gaben, nur weil er uns für die besten seiner waffentragenden Helden hielt. So, das ist also die Halle der Wikinger, der Nordmänner, in denen nun ihre Taten gerühmt werden. Und diese Halle spiegelt sich eben in Valhalla wieder, in der Halle Odins. Also sie spiegelt sozusagen, die Halle der Menschen spiegelt diese göttliche Halle wieder, diese Anderwelt. Und das beschreibt Price sehr schön in seinem Wikingerbuch. Kann man sich das richtig anschaulich vorstellen? Er beschreibt, wie man solche Hallen gefunden hat und wie in diesen Hallen dann auch Folien aus reinem Gold gefunden wurde, die mythologisch Szenen enthielten, Menschen, die zur Schlacht gerüstet waren, die sich umarmten, auch Mann und Frau, mit besonderen Umrahmungen. Man hat auch Matrixen gefunden für diese Plättchen und das lasse den Schluss zu, dass diese Plättchen ganz individuell auch für bestimmte Hallen angefertigt wurden. Also Könige, die solche Goldplättchen für ihre Hallen angefertigt haben und eben dann auch das Licht des Feuers aufglänzen ließen. Und nun beschreibt Snorri Sturluson zum Beispiel Valhalla. Valhalla ist ja nun die Halle Odins, in der die gefallenen Helden zusammentreffen, die Einherjar, unsterbliche Krieger, die hier in der Halle zusammen trinken, Brettspiele veranstalten, auch Kämpfe. Und das Schöne ist, wenn die bei diesen Kämpfen getötet werden, dann macht es nichts. Am Abend stehen die dann wieder auf und essen gemeinsam einen gegrillten Eber, den Sachtimir, und freuen sich ihres Nachlebens in der Anderwelt. Valhalla von Odin hat 540 Tore gehabt und durch jedes Tor konnte beim Endkampf, beim Ragnarök, auf das ich auch noch zu sprechen kommen werde, konnten 800 Krieger herausströmen, alles im Kampf gefallene Männer, die von den Walküren nach Valhalla gebracht worden waren. In dieser Halle hing ein Wolf über der Schwelle des Tores und ein Adler kreiste oben in den Lüften. Obwohl es so viele Männer waren, die aus diesen Toren dann strömten, um zu kämpfen gegen den Fenrir-Wolf, der die Sonne verschlang und auch Odin töten wird, wo die Midgar-Schlange sich aus dem Meer erhebt, trotzdem waren es zu wenig, um den Fall der alten Götterwelt aufzuhalten. Aber man bereitete sich praktisch in den täglichen Kämpfen auf diesen Ragnarök vor. Goldene Schilder bedeckten das Dach, die Bänke auch waren mit Kettenhemden bedeckt. Price schreibt, das kann nicht sehr bequem gewesen sein, darauf zu sitzen. Und hier habe ich Ihnen nun das sogenannte Eiriksmal, ein Gedicht für Skalden geschrieben, von einem Skalden geschrieben, so um 954 herum. Und zwar in Auftrag gegeben von einer norwegischen Königin Gunhild, die ihren Gefährten Erik Blutachse ehren will, einen Wikingerkönig, der 950 ermordet wurde und König von Northumbria gewesen ist. Und in diesem Eriksmal wird nun ein Zwiegespräch geschildert zwischen Odin und Bragi, dem Gott der Dichtkunst. Und in diesem Gedicht soll Erik Blutachse willkommen geheißen werden bei den Kriegern in Valhalla.
Das Lied ist enthalten in einer norwegischen Königssaga, also einer Geschichte der norwegischen Könige, und wird von Snorri Sturluson im dritten Teil seiner Prosa-Edda zitiert. Genau, also ich lese Ihnen das, ich habe es auf Englisch gefunden, ich lese es Ihnen dann auf Deutsch vor. Ein Zwiegespräch zwischen Odin und Bragi. Odin, was für eine Art Traum ist das? Ich dachte, dass ich aufstehen werde, bevor der Tag anbricht, um Valhalla für eine Truppe von Erschlagenen zu präparieren. Ich weckte die Einherja, ich bat sie aufzustehen und Bänke aufzustellen und die Bierfässer zu spülen und die Walküren Wein herbeizubringen, als ob ein Prinz kommen würde. Aus der Welt erwarten meine Krieger ruhmreiche Menschen, so ist mein Herz erfreut. Bragia, was für Donner gibt es hier, als ob Tausende marschieren würden? Warum kommen so viele Männer zusammen? Die Tafeln, die fallen fast zusammen vor lauter Speisen und Getränken, als würde Baldur kommen, zurück zu Odins Halle. Baldurs Tod haben wir ja schon mit den Merseburger Zaubersprüchen einmal angesprochen. Und Odin antwortet Bragi, der weise Bragi sollte nicht so dumm dahersprechen, denn du weißt ja, was passieren wird. Für Erik, den König, ist diese Lärm gemacht, denn wir wollen ihn bekommen heißen, diesen Prinzen in Odins Halle. Siegmund und Sintjotli, die Walküren, steht schnell auf und holt den Herrscher herbei, ladet ihn ein. Wenn es Erik ist, ich erwarte ihn hier. Bragi, warum erwartest du Erik? Warum erwartest du ihn eher als andere Krieger? Odin, in vielen Ländern hat Erik das Schwert gerötet mit Blut. Bragi, warum hast du ihm dann nicht den Sieg geschenken, wenn du ihn so für so tapfer hielst? Odin antwortet, denn es ist ungewiss, was passiert, wenn der grauhäutige, pelzgraue Wolf den Sitz der Götter angreift. Also wenn Ragnarök kommen wird, wird ja der Wolf, der Fenrir-Wolf, die Sonne verschlingen. Und deswegen will er nun Erik eben begrüßen in seiner Halle. Heil dir, Erik, du bist hier willkommen, in diese Halle einzutreten, du Weise. Das will ich dich fragen, welche Prinzen folgen dir vom Rand der Welt? Und Erik antwortet, es sind 5 Könige, ich werde dir alle Namen nennen und ich selbst bin der 6. Also, Odin heißt in seiner Valhalla Eirik willkommen, einen gefallenen Wikinger, der ihm helfen soll, beim Weltenende, beim Ragnarök gegen die Riesen und Fenrir-Wolf und Midgard-Schlange den Kampf aufzunehmen. Die nordischen Götter Freya, Thor, Baldur, alle hatten ihre eigenen Hallen. Freya zum Beispiel hatte eine Halle, die heißt Sitzhalle, Sesrumnir, und die war groß und schön, so groß wie Valhalla, also die Halle Odins. Und Freya durfte noch vor Odin die Männer aussuchen, dem die Hälfte der Erschlagenen, sie konnte sich also die besten Männer für sich selbst aussuchen, den Rest nur bekam Odin. Thors Halle hieß Bilskirnir und hatte 540 Räume, und Baldurs Halle hieß Breiderblick.
Und in diese Hallen kamen nun eben die gefallenen Krieger, die von den Walküren ausgewählt wurden. Und Walküren sind auch archäologisch in Bild, Welten und Texten vom 9. Jahrhundert bis 1300 bezeugt. Sie wählten die Krieger aus, waren bewaffnet mit Speeren, Schwertern, Schild, Rüstung und Helmen und ritten durch den Himmel. Und das Tau auf dem Gras, was man morgens sah, stammte vom Schweiß der Flanken ihrer Hengste. Sie hatten Flügel an, diese Walküren, und auch oft eine Haut, nämlich von Schwänen, was diesen Walküren zu fliegen erlaubte. Manche dieser Walküren erkoren sich auch menschliche Männer, die ihnen besonders gefielen und um die sie trauerten, wenn sie tot waren. Christliche Mönche haben diese Walküren dann auch ausgeschmückt und auch aus ihnen ziemlich sexy Frauen gemacht. Das ist geschuldet, wie Preis schreibt, der Fantasie frauenloser Männer. 52 Walküren sind namentlich bekannt, zum Beispiel Göndul, eine Kriegsfessel, oder Svava, die Mörderin. Es gibt eine andere, die heißt Helmgeklapper, oder eine, die heißt Zähneknirschen. Und zum Schluss möchte ich Ihnen das Lied von den Speeren vortragen, in Teilen. Ein nordisches Gedicht aus dem 11. Jahrhundert, von Grimm, dem Skalden, geschrieben. Und da erzählt er, wie der irische Hochkönig auf den dänischen König von Dublin trifft in einer Schlacht und wie die Walküren nun diese Schlacht beobachten und ihre Helden für Valhalla auswählen. Und dieser Song of Spears ist ein grausliches Gedicht, was schildert, wie die Walküren aus den Gedärmen und aus den Leibern der gefallenen Krieger nun einen Webstuhl errichten. Ich übersetze gleich aus dem Englischen. Fern und weit mit der Tötung der Toten wird eine Kette gedehnt und Ströme von Blut strömen herunter. Ein speergraues Textil wird auf dem Webstuhl geformt mit dem Schuss von Kriegern wollen wir Walküren diesen Webstuhl füllen mit blutroten Schüssen, die wir dazwischen binden und sich kreuzen lassen. Das Netz ist gewoben mit den Därmen der Krieger, mit den Köpfen der Erschlagenen, die als ihre Gewichte dienen. Also das ist ein Webstuhl, dessen Fäden so runterhängen und dann das Gewicht sind die Köpfe der Erschlagenen. Der Rahmen besteht aus Speeren, die mit Blut gesprenkelt sind. Die Schuppenstange ist aus Eisen und Pfeile, die Anbindung. Mit Schwertern schlagen wir das Gewobene herunter. Strophe 6. Wir winden das Netz der Speere, wo die Banner fliegen der tapfersten Männer. Unser Lehnsherr soll nicht verlieren sein Leben in diesem Schlachtplatz. Wir Walküren bestimmen die Erschlagenen auf dem Feld und bringen sie dann eben nach Valhalla. Letzten Strophen. Wir sangen das Schicksal des Königs. Jetzt wollen wir die Lieder des Sieges singen. Die uns zuhören, mögen ihre Worte hören und diesen Song, dieses Lied singen für die Männer, die speertragenden Männer,
genau in Erinnerung sozusagen. Wir reiten schnell auf sattellosen Rössern von der Schlacht und schwingen die Schwerter. Das ist also The Song of the Spears, das Lied der Schwerter, das die Walküren singen, wenn sie auf dem Schlachtfeld die erschlagenen Krieger einsammeln, um sie nach Valhalla zu bringen oder in die Halle Freyjas. Und diese Götterhallen spiegeln die Hallen der Könige, der Nordmänner sehr anschaulich wider.